Unterwegs zwischen dem Mont Blanc und der Côte d'Azur entdecken zwei Schwestern in ihrem Oldtimer die Route des Grands Alpes, ein Klassiker der großen Alpenrouten. Sie erkunden eine dünn besiedelte Bergwelt, eine Landschaft voller Kontraste. Erlebnisreich und nicht immer reibungslos verläuft ihre Reise durch die französischen Alpen. Ich hoffe natürlich sehr, dass das Auto das alles so schön mitmacht, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir sind aber ganz gut vorbereitet. Wir haben sowohl Teile als auch Öl, Wasser und so weiter dabei. Und das ist ein Teil der Herausforderung, der wir uns jetzt stellen. Wir treffen Menschen, die hier zu Hause sind und mit neuen Ideen und viel Enthusiasmus die Zukunft ihrer Berge gestalten. Eine junge Weberin verarbeitet Schafwolle mit denkmalgeschützten Maschinen zu urbaner Mode. Ein Freskenmaler gestaltet Sonnenuhren nach eigenen Entwürfen. Eine Bergführerin setzt sich für nachhaltigen Tourismus ein. Und zwei Forscherinnen spüren dem erstaunlichen Sozialleben der Murmeltiere nach. Frühsommer. Noch sind die höchsten Gipfel verschneit. Aber es taut langsam. Und die Gebirgspässe werden wieder für den Verkehr geöffnet. Gestartet im Odenwald im Südwesten Deutschlands, freuen sich Marlene und Mathilda Margal auf ihr Abenteuer. Vor ihnen liegen knapp 600 Kilometer Strecke, inklusive einiger der höchsten Pässe der französischen Alpen. Wir sind beide nicht so der Typ, der den ganzen Tag am Strand rumliegen kann. Wir würden spätestens nach einer Stunde sagen, so und komm, was machen wir jetzt, was können wir jetzt tun? Und hier können wir uns total ausleben, müssen uns nach niemandem richten, können selber entscheiden, welches Sträßchen wir jetzt fahren wollen oder ja, was wir an dem Tag dann noch uns anschauen möchten. Und das ist schon auch ein bisschen oder ein besonderes Gefühl von Freiheit, was wir damit auf jeden Fall haben. In den letzten Jahren haben sie sich nicht oft gesehen. Marlene war mit ihrem Medizinstudium beschäftigt, Mathilda mit ihrer Meisterprüfung als Kfz-Mechanikerin. Es ist total schön, mit der Marlene mal ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Normalerweise haben wir ja nicht so die Möglichkeit, das gemeinsam zu machen, da wir beide zu sehr eingespannt sind. Und es ist wirklich toll, mit ihr diese Reise zu unternehmen. Entlang einer der legendärsten Nord-Süd-Achsen der Alpen. Vom Genfer See, vorbei am Mont Blanc und der alten Festungsstadt Briançon, führt die Route des Grands Alpes bis zur Côte d'Azur am Mittelmeer. 7 Tage werden die Schwestern auf der französischen Hochalpenstraße unterwegs sein. Meter hoch ragt der höchste Gipfel der Alpen. Der Mont Blanc. Am Fuße der Westflanke muss alles schnell gehen, wenn der Helikopter kommt. Antoine Ratin steht ein stressiger Tag bevor. Antoine betreibt eine Berghütte, die er für die beginnende Sommersaison herrichten muss.
Pascal Brun, seit 36 Jahren Helikopterpilot in Chamonix, fliegt die Strecke regelmäßig. Ende Mai sind die Hänge noch schneebedeckt. Das Ziel liegt etwa 1000 Meter unterhalb des Gipfels des Mont Blanc. Die Goûter-Hütte ist die höchstgelegene bewirtschaftete Hütte Frankreichs. Antoine und sein Team werden nun nach Solar- und Kläranlage schauen, sowie die Küche wieder betriebsbereit machen. Die Hütte funktioniert, soweit es geht, autark. Aber Gasflaschen und Lebensmittel müssen eingeflogen werden. Auf der Goûter-Hütte ist alles kompliziert. Aber jetzt zum Saisonbeginn ist es zusätzlich komplex. Allein die Höhe, 3800 Meter. Und wir sind auf dem Grat eines spitz zulaufenden Bergs. Das macht den Zugang natürlich schwierig. Heute haben wir Glück. Wie wir sagen, herrscht blauer Sturm, kein Wind. Und das kommt selten vor. Vier Tonnen Material sind nach oben zu schaffen. Sechsmal wird Pascal noch aufsteigen. Helikopterflüge sind teuer. Sie werden nach Minuten bezahlt. Geschwindigkeit ist schon ein gewichtiger Faktor in diesem Beruf. Und das macht ihn auch gefährlich. Man muss schnell sein, gleichzeitig so vernünftig wie möglich, und das ist schwer zu kombinieren. Hochgelegene Hütten zu versorgen, Abfall zu entsorgen und Material für Reparaturen anzuliefern, macht einen Gutteil der Arbeit des Piloten aus. Die Kunst liegt im Anflug. Da muss alles stimmen. Der kleinste Fehler wäre fatal. Ist Pascal in Position, dauert das Abladen der 650 Kilo schweren Lastentasche keine 20 Sekunden. Für Antoine ein kritischer Moment. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Klappt es mit dem Fliegen oder klappt es nicht? Aber ich freue mich auch, das Team wiederzusehen, die Hütte und die Berge. Der Zauber liegt in der Höhe, inmitten von Gletschern zu sein, auf dem Dach Europas. Ich bin nicht in den Bergen geboren, aber es ist mein Leben. Verkleidet mit Edelstahl, ein futuristisches Statement. Bis zu 120 Gäste kann Antoine in der Refuge du Goûter beherbergen. Die meisten wollen von hier zum Mont Blanc-Gipfel aufsteigen und brauchen Frühstück und Abendessen. Das ist Frankreich. Ente. Zu Saisonbeginn ist noch nicht so viel los. Das reicht jetzt für 3-4 Mahlzeiten. Pascal fliegt mittlerweile die vierte Runde zur Schutzhütte. Ich liebe die Berge und auch die Menschen, die dort arbeiten. Die Hüttenwirte, die Bergführer. Wir alle leben in diesen Bergen und sie ernähren uns. Sie liegen mir einfach in den Genen. C'est mon ADN, la montagne. Für den Hüttenwirt ist es gut gelaufen. Der Helikopter setzt die letzte Lastentasche ab. In wenigen Tagen wird Antoine die ersten Besucherinnen und Besucher willkommen heißen. Zumeist fliegt Pascal am Mont Blanc-Massiv. Manchmal führen ihn seine Touren auch in andere Teile der französischen Alpen.
Den Alpenbogen hinabzufliegen ist schon etwas Besonderes. Diese Berge, die sich ganz sanft dem Meer zuneigen und erst im Wasser enden. Wenn ich die Yachten in den Häfen sehe und die Menschen, die sehr reich sind, dann sage ich mir, nein, das sind nicht die Reichsten der Welt. Der Reichste, das bin ich. Denn morgen steige ich in meinen Helikopter und fliege zurück in meine Berge. In den tiefer gelegenen Tälern ist bereits der Frühling eingekehrt. Südwestlich des Mont Blanc erstreckt sich das Beaufortin. Die Region ist berühmt für ihre Skigebiete und ihren Hartkäse, den Beaufort. Jetzt fährt die kleine Schwester. Unser Papa sagt immer, Ente fahren ist wie Doppeldecker fliegen. Jetzt hier mit dem Renault kann ich sagen, ist es auf jeden Fall genauso. Man hat das ganze Flair von diesem schönen alten Auto. Das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Und es geht gar nicht so ums Ankommen, sondern es geht vielmehr darum, auch die Fahrt zu genießen. Und so ist das hier genauso. Jahre hat der Kastenwagen auf dem Buckel. Auf den Gebirgsstrecken läuft der betagte R4 auch mal heiß. Die sind verdammt heiß. Mit Oldtimern kennt sie sich aus. Die Werkstatt ihres Vaters ist auf alte französische Autos spezialisiert. Mathilda wird sie demnächst übernehmen. Aber ich habe das Gefühl, dass das Wasser jetzt schon ein bisschen runtergeht. Ja, jetzt sinkt das Wasser wieder ab. Der hat jetzt einfach einen Überdruck gehabt und hat alles Wasser aus dem Motor rausgedrückt. Ja, jetzt müssen wir gezwungenermaßen so 10 Minuten Pause machen und die Landschaft genießen und dann kann es wieder weitergehen. Die Bergwelt wirkt unberührt, ist aber über Jahrhunderte durch Weidewirtschaft entstanden. Ohne die Herden würden die Almen schnell zuwachsen. Südwestlich des Mont Blanc in den Tälern des Beaufortin spielt Milchwirtschaft bis heute eine große Rolle. Doch die Bauern leiden unter Nachwuchssorgen. Viele Junge zieht es in die Städte oder sie arbeiten im Tourismus. Mélanie Regazzoni hat vor kurzem einen Hof übernommen. Sie wissen, dass sie aufsteigen. Sie warten, haben sofort verstanden, heute ist Aufbruch. Sechsundfünfzig Rinder gehören zu ihrer Herde. Das sind Kühe mit Charakter. Sie sind lebhaft, manchmal zu lebhaft, aber gleichzeitig sehr anhänglich. Dynamik, aber en même temps affectueuse. Von Juni bis Oktober werden Melanies Tarantesa-Rinder die Almen beweiden. Der erste Weideplatz liegt auf einer Höhe von knapp 2000 Metern. Sobald die Kühe angekommen sind, müssen sie gemolken werden. Die Rasse der Tarantesa ist robust, dem steilen Bergterrain angepasst. Sie kommen mit einfachen Kräutern und Gräsern aus und geben gute Milch. Wir steigen im Laufe der Saison langsam höher, folgen dem Weidewuchs und so haben sie immer frische und hochwertige Kräuter. Es ist nicht der erste Sommer, den Melanie auf der Alm verbringen wird. Aber erstmals wird sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Florent Perrier ihren eigenen Käse auf der Alm herstellen. Ich
Wir sind von Anfang bis zum Ende für das Produkt verantwortlich. Wir wissen, wir haben die Qualität selbst in der Hand und können niemand anderem die Schuld geben, wenn etwas schief geht. Aber es gibt keinen Grund, dass es schief läuft. Hier werden die beiden den Sommer verbringen. Die Almhütte ist instand gesetzt und alles ist bereit für den Beaufort Chalet d'Alpage, den Almhüttenbergkäse aus Beaufort. Für ihn gelten strenge Regeln. Die Kühe müssen auf mindestens 1500 Metern Höhe weiden und die Rohmilch muss auf der Almhütte verarbeitet werden. Heute die ersten Liter Milch in den Bottich zu schütten, das ist schon ein Abenteuer. Es ist eine Menge Arbeit, aber es lohnt den Aufwand. Der Bergkäse aus Beaufort ist hochpreisig. Florent interessiert aber auch etwas anderes. Es geht auch darum, mit der Rohmilch zu arbeiten und um die regionalen Werte des Beaufort. An dem Tag, an dem wir keinen hausgemachten Käse mehr haben, wird etwas verloren sein. Das Lab, ein Enzymgemisch aus dem Magen des Kalbes, sorgt dafür, dass die Milch gerinnt. Ich mag die Alm. Ich habe kein Problem, hier 100 Tage zu verbringen. Und weil wir eine kleine Alm sind, fallen viele Arbeiten an. Ich mache nicht nur den Käse, auch wenn das viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich kann mich auch um das Vieh kümmern. Und ich bin gerne bei den Tieren. Ich will hier nicht nur in der Käserei sein und nichts von dem mitbekommen, was draußen passiert. Die Alm von Melanie und Florent liegt nicht weit von Beaufort entfernt, dem Hauptort des Beaufortins. Um die Folgen der Landflucht abzumildern, hatten sich die Milchbauern des Beaufortins Ende der 1950er Jahre zu einer Kooperative zusammengeschlossen. Heute gehören ihr 180 Landwirte an, die die Herstellung und Vermarktung des Käses genossenschaftlich organisieren. Als Mitglied ist Florent der Kooperative seit langem verbunden. Wenn im Winter die Kühe im Stall stehen, lässt er seine Milch hier zu Käse verarbeiten. Und wenn alles gut klappt mit dem eigenen Alm Beaufort, wird Florent auch diesen über die Kooperative verkaufen. Melanies kleine Tochter Lola verbringt den Sommer ebenfalls auf der Alm. Und sie schaut neugierig zu, wie Florent die mittlerweile festgeronnene Milch schneidet zum sogenannten Käsebruch. Das ist der Teigtest. Hält den Pressenstand. Einen Käse muss man immer auf die gleiche Art machen und so schaut man, wie er bricht. Aus dem Käsebruch der frischen Milch vom Morgen presst Florent sein erstes Rad Beaufort-Almkäse. Den frischen Laib muss er heute noch viermal wenden, am Tag darauf in Salzlake baden. Dann soll der Käse reifen. Man kann sagen, ab 6 Monaten können sie gegessen werden. Aber es wäre ein bisschen schade. Man muss die Zeit geben, die es braucht, wie beim Wein. Ich meine, da steckt viel Arbeit und Energie drin. Und wenn man am Ende nicht das Optimum herausholt, ist es für die Katz. Während Florent in der Käserei zu tun hat, steht auf der Hochweide für Melanie der 2. Melkgang des Tages an. Das ist eine Lebensart, nicht nur ein Beruf. Es ist auch der Stolz, bis zum Ende eines Produkts alle Schritte selbst durchzuführen. Sich um die Kühe zu kümmern, das Melken, bis zum fertigen Beaufort. Zu wissen, alles selbst gemacht zu haben, von A bis Z. Das ist es, was uns gefällt. C'est ce qui nous plaît, oui.
Die Schwestern wollen Proviant einkaufen. In den Dörfern des Beaufortin betreibt die Kooperative der Milchbauern kleine Läden für regionale Produkte, vor allem natürlich für Käse. Wir haben zwei Beaufort. Einen Sommerkäse, der ist fruchtig und cremig. Die Kühe fressen Blumen und frische Gräser auf der Alm. Und einen Winterkäse, der ist weißer und trockener im Mund. Marlene kauft ein Kilo Sommerkäse für das zweite Frühstück. Vorbei am Stausee Lac de Roselan führt die Hochalpenstraße hinauf auf den Cormet de Roselan, einen Pass, der immer wieder auch bei der Tour de France befahren wird. Nahe der Passhöhe legen Marlene und Mathilda eine Pause ein. Zeit, den Beaufort zu probieren. Jetzt sitzen wir mitten in den Wiesen, wo die Kühe die Kräuter fressen, die dafür verantwortlich sind, dass der so gut schmeckt. Ja, schon cool. Der ist schön würzig. Mhm. Für mich fühlt es sich jetzt irgendwie schon an, als wären wir schon eine Woche hier auf den Straßen unterwegs. Also ich glaube, spätestens wenn man dann wirklich diese Kulisse sieht, dann ist der Kopf auf jeden Fall 100% im Moment und nicht mehr bei der Arbeit oder im Alltag. Wir haben schon so viele verschiedene Wildblumen entdeckt und hier wächst überall der Enzian. Das ist richtig beeindruckend. Und hier wird halt das noch so richtig einem bewusst, wie schön die Natur eigentlich sein kann und wie viele verschiedene Pflanzen und Tiere hier ihren Platz finden. Wenn im Sommer die Herden in den Bergen grasen, trifft sich Laura Huyghe regelmäßig mit den Schafzüchtern. Wie alle Züchter der Gegend hält Hervé Fraisse seine Schafe zur Fleischproduktion. Das Scheren kostet ihn Geld. Die Wolle hat er bislang weggeworfen, denn Wolle kommt in Frankreich seit Jahrzehnten billig aus Australien. Laura arbeitet für eine Textilmanufaktur in der Nähe. Sie möchte in Zukunft mehr lokale Wolle kaufen und braucht lange möglichst saubere Wollfasern. Entscheidend dafür ist die Schuhe. Die Sorgfalt beim Scheren hat einen direkten Effekt auf unsere Arbeit. Die Qualität unseres Produkts hängt unmittelbar mit diesem ersten Schritt zusammen. Der ist am wichtigsten. Die Hirten können ihre Wolle in Wert setzen, aber viel verdienen sie noch nicht. Wir wollen mehr und mehr zahlen. Je besser die Wollqualität, desto höher der Preis. Da gilt es, ein für alle faires Gleichgewicht zu finden. Für den Hirten lohnt es sich, seine Wolle zu verkaufen, statt sie wegzuwerfen. Erste Textilmanufakturen entstanden in den französischen Alpen im frühen 19. Jahrhundert. Im Dorf See begannen 1817 zwei Brüder aus Schafwolle ein besonders robustes Tuch zu weben. Laura ist Mitte 20 und kam aus dem Tal der Loire in die Textilmanufaktur Arpin, weil sie mit Wolle arbeiten wollte und mit Maschinen, die scheinen, als seien sie aus der Zeit gefallen.
Die Rohwolle wird gekämmt, zu einem Vlies verarbeitet und dann zu Faden versponnen. Fast 20 Arbeitsschritte durchläuft die Wolle von der Schuhe bis zum Endprodukt. Die alten Maschinen haben viel Charme und Charakter. Es kommt der Moment, an dem man sie wirklich ins Herz schließt. Den ersten Webstuhl, an dem ich gearbeitet habe, kannte ich am Ende in- und auswendig. Und das ist schön. Aber jede Maschine hat auch ihre eigenen kleinen Macken. Das stellt einen auch vor Herausforderungen. Du Challenge aussi. Manche der Maschinen sind über 150 Jahre alt und in Frankreich als schützenswertes Kulturerbe gelistet. Wenn einmal eine stehen bleibt, ist Mechanikerkunst gefragt. Bis sie die Handhabung einer Maschine wirklich beherrschen, brauchen neue Mitarbeiter mindestens ein Jahr. Das Durchschnittsalter unseres Teams liegt bei etwa 30 Jahren. Letztes Jahr haben wir unsere Alten verloren. Sie sind in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Jetzt müssen wir das Ruder übernehmen, uns das Know-how aneignen und weiterentwickeln, unseren Beitrag leisten. Donc c'est à nous de mettre notre pierre à l'édifice maintenant. Das Weben von 30 Metern Stoff dauert einen halben Tag. Die Manufaktur fertigt vor allem das sogenannte Bonval-Tuch. Es kleidete Generationen von Bergführern, wurde legendär, weil es warm hielt und Wind und Wetter trotzte. Nach dem Weben begutachtet Laura das Tuch. Kleine Unregelmäßigkeiten, die beim Weben entstehen, bessert sie aus. Besonders an diesem Gewebe ist, dass es so dicht ist, dass es Wasser abweist. Anders als etwa Polyester, das seine isolierende Eigenschaft verliert, wenn es nass wird, wirkt auch feuchte Wolle dämmend. Es ist also eine eher technische Charakteristik, die den Stoff zum Mythos machte. Ein legendärer Bergführer des 19. Jahrhunderts aus dem Dorf Bonval gab dem Tuch seinen Namen. Arpin fertigt daraus bisher eher klassische Kleidung, dazu Decken und Bezüge. Das junge Team möchte den traditionellen Stoff zukünftig mit Wolle aus der Region weben und daraus auch urbane Mode machen. Von der Kulisse der alten Maschinen setzen Fotografen die kommende Wintermode in Szene. Für eine Kampagne in den sozialen Medien. Entworfen wird die Kollektion in der Region, produziert in Lyon. Für den Stoff ist Laura zuständig. Diese Kleidung, diese Mäntel, trage ich natürlich mit Stolz. Denn wir haben sie hergestellt. Ich kenne den Fabrikationsablauf von A bis Z. Alles ist regional und das ist natürlich klasse. Die Manufaktur Arpin liegt direkt an der Hochalpenstraße. Die hauseigene Boutique lädt zum Shopping ein. Für die nächste Strecke decken sich die Schwestern mit warmer Kleidung ein. Die nächste Etappe wird lang. Marlene und Mathilda haben zwei Pässe zu meistern. Der erste, der Col de l'Iseron, ist der vielleicht schwierigste ihrer gesamten Tour. Also ich denke, je höher wir kommen, desto karger wird es. Ich bin gespannt, wie viel Schnee oben liegt, wie kalt es dann auch wird. Wir haben jetzt schon Jacken angezogen, aber ich denke, wir werden noch die eine oder andere Lage drauflegen müssen.
Und ja, ich bin wirklich gespannt. Ich kann mir eigentlich nur felsig und verschneite Landschaft vorstellen, ja. Wir haben jetzt nochmal nach dem Kühlwasserstand geschaut, dass wir auf jeden Fall genügend Kühlwasser drin haben und haben nochmal überprüft, ob genug Öl drin ist, dass wir einfach schon mal ausschließen können, dass das Auto überhitzt oder trocken läuft oder wir jetzt irgendwelche mechanischen Probleme den Berg hochbekommen. Viel mehr lässt sich gar nicht vorbereiten. Den Rest müssen wir so nehmen, wie er kommt. Schon auch so ein bisschen nervös, vor allem wenn der hier arg den Berg hoch muss, dann schafft das Auto schon ganz schön und wird ziemlich heiß. Das heißt, wir fahren dann mit Heizung an und Fenster offen. Hier dauert die Wintersperre länger als anderswo an der französischen Hochalpenstraße. Aber der Pass lohnt sich. Tadelloser Asphalt, keine Mautgebühren, wechselnde Landschaften. Bis auf knapp 3000 Meter geht es hinauf. Dann erreichen die Schwestern den Col de l'Iseron, den höchsten befahrbaren Pass der Alpen. Gebaut wurde die Straße ab Ende des 19. Jahrhunderts über mehrere Jahrzehnte hinweg. Sie half, die abgelegenen Täler für den beginnenden Fremdenverkehr zu erschließen. Vom Col de l'Iseron sind es etwa 60 Kilometer bis zum nächsten hohen Pass. Die Straße führt entlang der Grenze des ältesten Nationalparks Frankreichs, des Parc National de la Vanoise, mit der Grande Casse als höchstem Gipfel. In den Randgebieten des Parks liegen einige der größten Skigebiete der Welt. Im Winter wird vor allem hier das Einkommen der Region erwirtschaftet. Die Route des Grandes Alpes umfährt das Schutzgebiet, führt durch ein dicht besiedeltes Tal und windet sich dann hinauf Richtung Col de Galibier. Bald lassen die Schwestern die Baumgrenze hinter sich. Gut 30 Kilometer geht es fast ununterbrochen bergauf. Der alte Wagen hat Schwierigkeiten. Die letzten Höhenmeter zum Col de Galibier ziehen sich. Der Pass ist bekannt als einer der anspruchsvollsten Streckenabschnitte der Tour de France. Mit zunehmender Höhe wird die Luft dünner und der R4 kommt an seine Grenzen. Das könnte am Vergaser liegen. Vielleicht ist es auch der Luftfilter, hofft die Mechanikerin. Sieht ganz normal aus. Also von außen ein bisschen ölig, aber jetzt nicht komplett zu. Und hier unten am Vergaser ist auch alles offen. Sieht ganz normal aus. Ich kann auch mal gucken. Also der Luftfilter ist auszuschließen. Okay, gut. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Wir hatten jetzt ein bisschen die Hoffnung, mit dem Luftfilter das Problem, was wir jetzt mit dem Auto haben, auch zu lösen. Das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen ratlos, aber er wird schon durchhalten. Südlich des Col de Galibier erstreckt sich das Massiv des Écrins, ein Nationalpark. Von der Hochalpenstraße blickt man auf die von Gletschern umlagerte Mäge, einen der höchsten Berge des Gebirgszuges. In der Region herrscht ein besonderes Klima und sie ist reich an Arten. 1500 verschiedene Pflanzen wachsen hier. Fast ein Drittel der gesamten Flora Frankreichs. Und wenn im Sommer die Blumen blühen, lassen sich auch die Murmeltiere beobachten.
Jetzt ist es Zeit für die Neugeborenen, erstmals ihren Bau zu verlassen. Auf den Hochwiesen unterhalb des Galibier-Passes verbringen Aurélie Coha und Rebecca Garcia den Sommer. Die beiden Biologinnen erforschen das erstaunlich komplexe Sozialverhalten von Murmeltieren. Seit 6 Jahren untersuchen die beiden Wissenschaftlerinnen der Universität Lyon 2 große Populationen der alpinen Nagetiere. 44 Murmeltierfamilien stehen unter ihrer ständigen Beobachtung. Um auch die nächste Generation zu kennen, müssen sie möglichst jedes einzelne Jungtier fangen. Mit Fernglas, Kameras und solarbetriebenen Bewegungsmeldern haben sie sämtliche Bauten im Blick. Schnappt eine Falle zu, müssen sie schnell sein. Das Murmeltierbaby soll nicht lange hinter Gittern sein. Es bleibt nicht aus, dass ein Jungtier ihnen mehrmals in die Falle geht. Es gehört zu den letzten dieses Baus. Wir warten noch auf ein Geschwisterchen. Wir wissen, dass es 3 sind und haben erst 2 gefangen. Ich habe die Falle wieder aufgestellt für den Bruder oder die Schwester. Wir werden sehen, wer kommt. Wir hoffen, es bald zu fangen. Auch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Murmeltiere untersucht Aurélie. Sie stellt fest, dass schneeärmere Winter das Sozialverhalten der Tiere beeinflussen. Murmeltiere machen etwas Besonderes: kooperative Erziehung. Jungtiere verbleiben im Familienverband und helfen beim Aufziehen der neugeborenen Tiere. Und mit dem Klimawandel beobachten wir nun, dass die Winter weniger schneereich sind. Für die Murmeltiere ist Schnee eine Art Federbett, das sie warm hält. Je dünner die Decke, desto weniger warm haben sie es in ihrer Höhle. Und das führt dazu, dass einzelne Tiere sich nicht mehr um die Jungtiere kümmern wollen und ausziehen. Sie müssen dann ein freies Territorium finden oder andere Tiere aus ihrem Bau vertreiben. Dieses kleine Murmeltier kommt aus einer intakten Familie. Es ist ungefähr 40 Tage alt und hat die Höhle zum ersten Mal verlassen. Während Aurélie und Rebecca es messen, wiegen und dann markieren, ist nahebei ein Geschwisterpärchen in Gefangenschaft geraten. Das ist ein kleines Mädchen. Und das ein kleiner Junge. Ich denke, er ist vor allem neugierig. Er schaut, was um ihn herum passiert, versucht zu verstehen, was das alles sein könnte. Hallo, mein Kleiner. Also, was ihnen jetzt geschieht, ist vielleicht etwas ungewohnt. Aber für sie ist ja alles neu im Vergleich zu dem, was sie bis jetzt in ihrem Bau so erlebt haben. Sie sind einfach dabei, die Welt zu entdecken. Bei ihnen zu sein, zu sehen, was sie so machen, das ist das Schönste an der Arbeit, klar. Dans le job, ça c'est sûr. Nur indem sie alle Tiere im Forschungsgebiet über lange Zeit beobachten, können die beiden Aussagen über Veränderungen des sozialen Verhaltens treffen. Mit der Zeit ist eine umfangreiche Datenbank entstanden, mit Stammbäumen und Fotoalben. Das sind keineswegs Haustiere, es bleiben Wildtiere. Aber wir kennen sie bestens. Und das ist ein bisschen unsere Seifenoper mit Murmeltierbesetzung. Wir haben ja sonst kein Fernsehen für 3 Monate. Das Leben der Murmeltiere. Ihre kleinen Geschichten. Geschichten von Liebe,
von Ehekrach, von Streitigkeiten mit den Nachbarn, weil einer die Kräuter des anderen gefressen hat. Ja, das ist wie eine Seifenoper, von einer Jahresstaffel zur nächsten. Also wird er noch mit ihr zusammen sein oder nicht? Genau das Liebesleben der Murmeltiere. Im Tal haben Aurélie und Rebecca eine Wohnung. Aber oft übernachten sie direkt im Forschungsgebiet auf 2500 Metern Höhe. Ich liebe es. Man ist die ganze Zeit draußen und abends putzt man sich die Zähne unter Sternen. Ein super Arbeitsplatz, besser als im Büro. Aber manchmal ist es auch nicht so einfach. Es kann hageln. Man kann nicht schlafen, weil der Wind so laut um die Zelte tost. Aber das ist Teil des Spiels. Das ist nicht Urlaub. Ganz und gar nicht. Man lernt, gegenüber den Elementen demütig zu sein. Und man lernt auch, dass wenn man nach Hause kommt und warmes Wasser aus dem Hahn fließt, dass das magisch ist. Das Tal am Fuße des Galibier markiert die Grenze zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil der französischen Alpen. Direkt an der Route des Grands Alpes liegt auf 2100 Metern Höhe der Jardin Alpin du Lautaret, ein botanischer Garten im besonderen Mikroklima der Region. Marlene und Mathilda entdecken eine eigene Welt, in der sich neben Alpenblumen auch Pflanzen aus dem Himalaya und den Anden finden. Der Garten ist wirklich wunderschön. Hier gibt es über 2000 verschiedene Pflanzenarten aus allen möglichen Bergregionen der Welt. Außerdem wird hier auch geforscht und viel Wissenschaft betrieben. Das sind alles Dinge, mit denen ich ganz viel anfangen kann. Der Garten selbst ist auch unheimlich liebevoll gestaltet. Gefällt mir richtig gut hier. Mehr als 150 Gipfel, die über 3000 Meter ragen, bilden das Massif des Écrins. Tief in diese Bergwelt führt das Tal von Valouise. Im Sommer zieht es Menschen aus ganz Europa in das Hochtal. Sie kommen wegen der Steilwände aus Granit. Joanna Marcos-Sullivan lebt im Rhythmus der alpinen Jahreszeiten. Im Winter führt sie Ski, jetzt im Sommer Bergwander- und Klettertouren. Wir haben hier eine wahrhaft schroffe Landschaft. Die Felswände des Écrins kesseln das Tal ein und das Gestein ist nicht immer sehr gut. Wenn man das Tal hinaufsteigt, kommt man zu den Gletschern, dem weißen und dem schwarzen Gletscher. Und diese führen einen schon sehr hoch nach oben. Das ist dann wirklich Bergsteigen mit Steigeisen und so weiter. Joanna ist mit Eva unterwegs. Die beiden sind Freundinnen seit Kindheitstagen. Ich bin in diesem Tal aufgewachsen und brauche die Berge einfach. Wir sind bei den Bergführern nicht viele Frauen, aber für mich war dieser Weg klar. Ich liebe es, draußen zu sein und will das mit Menschen teilen. Ich muss auch trainieren, denn unsere Arbeit ist sehr körperlich und wir sind ja auch für die Sicherheit der Leute verantwortlich.
Die Ausbildung zum Bergführer dauert in Frankreich bis zu 7 Jahre und stellt die jungen Leute vor höchste technische, physische und mentale Herausforderungen. Ich tendiere dazu, bei dem, was ich mache, ein bisschen extrem zu sein. Wenn du tatsächlich über dich hinausgehst, wenn du körperlich erschöpft bist, wenn du Angst hast, das zu überwinden, das gefällt mir. Manchmal denkst du, du schaffst es nicht. Und dann findest du doch die Ressourcen. Dieses mentale Spiel ist interessant. Es kommt vor, dass man sich fragt, was tue ich da eigentlich? Das mache ich nicht mehr. Aber sobald man wieder im Tal ist, will man wieder hoch. Das hat ein bisschen was von Sucht, dieser Drang, immer wieder zu kommen. Über 250 Höhenmeter zieht sich die Kletterroute. Level 6b, technisch ziemlich anspruchsvoll. Wann du willst. Schön, oder? Die Hälfte ist geschafft. Zeit, einen Schluck zu trinken, das macht auch den Rucksack leichter. Noch einmal die Knoten überprüfen, dann kann es weitergehen. Joanna und Eva genießen den Moment. Aber die beiden sind sich bewusst, wie fragil die Landschaft ist, in der sie sich bewegen. Es ist schon ein wenig traurig zu sehen, wie schnell sich die Natur wandelt. Schnee gibt es immer weniger. Vor allem zum Ende des Sommers sind Steinschläge eine große Gefahr. Der Permafrost nimmt ab und große, vom Eis zusammengehaltene Felspartien werden brüchig, wenn es schmilzt. Das wird auch beim Bergsteigen gefährlich. Der Klimawandel ist global. Aber jeder kann versuchen, etwas zu tun. Und hier respektieren die Menschen die Natur. Joanna beobachtet, dass die Bergwelt gerade im Sommer Menschen anzieht, die die Natur wertschätzen. Nach 3 Stunden ist das Ziel erreicht. Es bringt große Ruhe. Hier oben ist einfach alles schön. Du siehst keine Leitungen, keine Seilbahnen. Das ist Entspannung pur für mich. Für Marlene und Mathilda geht die Fahrt weiter in die Region des Briançonnais, wo an der Kreuzung von 5 Tälern die alte Festungsstadt Briançon liegt. Ihre Lage nahe der italienischen Grenze verlieh der Stadt eine große strategische Bedeutung. Sébastien de Vauban plante unter Ludwig dem 14. Festungen in ganz Frankreich. 4 liegen direkt vor den Toren Briançons. Die Stadt selbst ist sternförmig angelegt. Die Festungsbauten Vaubans gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Vor allem deshalb zieht Briançon Gäste aus aller Welt an. Schon zu Napoleons Zeiten vor über 200 Jahren mussten die Mauern heftigen Angriffen trotzen. Auch im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt attackiert. Zerstört wurde sie nie. Es ist unheimlich beeindruckend, wenn man hier durch diese Festungsmauern durchläuft und dann in so eine unheimlich schöne Altstadt kommt. Das ist alles noch recht urtümlich und es ist fast so ein bisschen wie eine kleine Zeitreise. Briançon ist die erste Stadt auf ihrem Reiseweg. Für die Schwestern eine Abwechslung. Sie werden in den alten Festungsmauern übernachten. Manche der Bauten Vaubans werden heute bewohnt.
Auf dem Feldsattel über Briançon thronen die Zitadelle und das Fort du Château, das nach den Plänen Vaubans Mitte des 19. Jahrhunderts entstand. 20 Jahre stand die Festung leer. Vor einigen Jahren hat eine Gruppe junger Leute die Gebäude gekauft und begonnen, sie zu renovieren. Von Anfang an mit dabei ist Mathieu Bordet. Im Hinterhaus hat er sich seinen Arbeitsplatz eingerichtet. Bier zu brauen begann als Hobby. Mittlerweile beliefert er Restaurants. Hier waren keine Wohnräume der Soldaten. Hier lagen technische Einrichtungen, wie die Schmiede, die Bäckerei. Es machte also Sinn, die Brauerei hier einzurichten. Mathieus Wohnung liegt in dem Teil der Festung, in dem einst die Soldaten untergebracht waren. Es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort, aus altem Stein, wunderschön. Der Blick ist spektakulär, dazu die Ruhe. Ich denke, wir haben schon großes Glück. Das Gebäude hat noch enorm viel Potenzial und ich denke, wir haben alle Lust, das bestmöglich zu nutzen. Renoviert wurde über Jahre und von allen Bewohnern gemeinsam. Organisiert haben sie sich als Verein. 12 Familien leben im Fort du Château, mittlerweile auch viele Kinder. Das Gebäude beherbergt ein Büro für Flüchtlinge, geplant sind ein Café und Ateliers für lokale Vereine. In der Festung wird eine Solidarität gelebt, wie sie sich häufig findet in den Bergen zwischen Mont Blanc und der Küste des Mittelmeers, zu der es Luftlinie nur noch knapp 150 Kilometer sind. Am nächsten Morgen geht es für die beiden Reisenden wieder bergauf. Der direkteste Weg nach Süden führt über den Isoar-Pass. Tapfer meistert der Oldtimer den Anstieg. Bei alten Autos ist es generell so, dass man sich wirklich aufs Gehör verlässt, aber man schalten muss, weil einfach auch die Tachos manchmal sehr ungenau sind. Bei dem hier geht er jetzt zum Beispiel 20 km/h nach. Das heißt, man fährt eigentlich wirklich nur nach Gehör, also Augen auf der Straße, Ohrmotor, kann man da wirklich sagen. Unterhalb des Passes liegt eine alte Schutzhütte, eine von ursprünglich 6 sogenannten Refuge Napoleon. Also da links, das ist das Restaurant, oder? Ja. Die Herbergen, von Napoleon Bonaparte geplant, wurden nach seinem Tod im 19. Jahrhundert erbaut. Ja, 1858 steht oben dran. Wahnsinn. Ja. Mathilda stärkt sich mit einer Tarte Citron. Marlene probiert den Heidelbeerkuchen, eine regionale Spezialität. Pausen sind wichtig. Man muss hier auf den Alpenpässen schon auf jeden Fall vorsichtig fahren. Es ist halt sehr, sehr kurvig, man kann sehr wenig die Strecke einsehen. Und da muss man dann schon ein bisschen langsam machen. Und es ist schon viel los auf den Straßen, also es ist schon viel befahren hier. Und man ist schon die ganze Zeit hellwach und aufmerksam. Anders geht's gar nicht. Auch dem Wagen hat die Rast gut getan. Die letzten Höhenmeter hinauf zum Col d'Isoir, kein Problem. Mit dem Isoar-Pass haben die Schwestern gut die Hälfte ihrer Wegstrecke gemeistert. Auf der Südseite des Passes erreichen sie den Kira, eine inneralpine Trockenzone. Die umliegenden Berge schützen die Gegend weitgehend vor Niederschlägen.
300 Tage im Jahr scheint die Sonne im Kera. Weil es keine Industrie und keine größeren Orte gibt, ist die Luft meist vollkommen klar. Beste Voraussetzungen, um den Himmel zu beobachten. Seit 1974 steht knapp unterhalb des Gipfels des Pic de Château-Renard ein Observatorium. Im Sommer betreut hier Jean-François Gély Menschen, die sich für Astronomie begeistern, darunter auch viele Familien. Eigentlich aber ist er Fotograf. Wenn er hier oben arbeitet, findet er Zeit, seine Nachtexkursionen vorzubereiten. Am Tag sucht er die Alpenblumen, die er im Sternenlicht fotografieren will. Wir sind hier unter einem der schönsten Himmel Frankreichs für astronomische Studien. Es ist eine der wenigen Gegenden, wo es noch so gut wie keine Lichtverschmutzung gibt. Deshalb kann man hier Astronomie betreiben. Und ich kann meine Nachtaufnahmen machen. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich eine sternenklare Nacht. Die Sommersaison auf dem Pic de Château-Renard soll in der kommenden Woche beginnen. Bis die ersten Besucher kommen, müssen die astronomischen Geräte eingestellt sein. Sébastien Brouillard verbringt den ganzen Sommer im Observatorium. Jean-François kommt nur bei Bedarf nach oben und zum Saisonbeginn ist er natürlich vor Ort. Es wäre gut, eine schöne wolkenlose Nacht zu haben. Wir haben auch bald Vollmond und das taucht die ganze Landschaft in besondere Stimmung. Das Mondlicht erhellt die Berge, wirft Schatten. Also hoffen wir auf eine wolkenlose Nacht. Auch im Kera scheint nicht immer die Sonne. Doch nur in einer klaren Nacht können die Teleskope justiert werden. Wenn sich das Wetter ändert, dann meist schnell. Und falls ein Gewitter aufzieht, kann es auf einer Höhe von knapp 3000 Metern ungemütlich werden. Dann ist Sébastien gefragt. Er kümmert sich im Observatorium um die Gerätelogistik. Wir treffen dann unsere speziellen Vorkehrungen. Bei fast allem, was am Strom hängt, wird der Stecker gezogen, falls ein Blitz einschlägt. Die mechanischen und optischen Teile des Teleskops sind nicht so sehr gefährdet. Wirklich anhaltend schlechtes Wetter ist selten im Kera. Während es in den nahegelegenen Tälern Italiens feucht und häufig wolkig ist, sorgt hier die trockene Luft dafür, dass die Wolken zumeist abdrehen. Die Sternwarte wurde 1974 als Ableger des Pariser Observatoriums gebaut. Das damals zweitstärkste Teleskop der Welt sollte im Kera installiert werden. Es wurde dann in Hawaii aufgestellt. So beobachteten Astronomen im Observatorium statt ferner Sternenwelten in den Anfangsjahren vor allem die Sonne. Wenn sie scheint, nutzt Jean-François ein kleines spezielles Sonnenteleskop. Jetzt zeigt sich ein kleiner Sonnenfleck, aber jeden Tag sieht man etwas anderes. Manchmal wirkt sie völlig rund und glatt. Dann sieht man leuchtende Bögen am Sonnenrand oder Eruptionen. Und am nächsten Tag zeigen sich zwei oder drei Sonnenflecken oder gar keiner. Die Nacht bleibt zunächst wolkig. Noch können Jean-François und Sébastien die Teleskope nicht feinjustieren. Erst um 2 Uhr morgens reißt der Himmel auf. Leider nur kurz. Zu kurz für Sébastien. Der leuchtende Punkt eben, das war Jupiter. Und auf ihn hätte ich sauber scharf stellen und die Einstellungen überprüfen können. Ah, sehr gut. Na also.
Als der Jupiter wieder wolkenfrei liegt, beginnt Sebastian mit der Arbeit. Letztendlich sind heute Abend die Bedingungen doch nicht so schlecht. Ich habe schon deutlich stärkere Turbulenzen gesehen. Ich suche Jupiter zuerst mit diesem Instrument, das überhaupt nicht vergrößert. Danach dieses hier, das leicht vergrößert. Und zum Schluss kann ich ihn mit dem Teleskop betrachten und die Feineinstellungen vornehmen. Zum Beispiel der Jupiter. Ich kann ihn hunderte Male betrachten. Immer ist er anders. Seine Asteroiden verändern sich. Details der Oberfläche auch. Wirklich, das ist Beobachtung pur. Nach den Arbeiten der Nacht will Jean-François den Sonnenaufgang fotografieren. Für die Aufnahmen der Alpenblumen im Sternenlicht waren zu viele Wolken am Himmel. Nur in völlig klaren Nächten, wenn die Milchstraße erstrahlt, findet er die besondere Atmosphäre, die er für seine Fotos braucht. Dann gelingen solche Bilder. Direkt unterhalb des Observatoriums liegt auf über 2000 Metern Höhe Saint-Véran, die höchstgelegene Gemeinde Europas. Von der Hauptroute der französischen Hochalpenstraße ist es ein Abstecher von nur wenigen Kilometern bis in das Dorf, das als eines der schönsten in Frankreich gilt. Klar, dass Marlene und Mathilda hier Station machen. Nirgendwo sonst in Frankreich finden sich so viele Sonnenuhren auf engem Raum wie in den Dörfern des Queyras. Manche stammen noch aus dem 19. Jahrhundert und sind in einem eigenen Buch beschrieben. Was ich interessant finde, ist die 12 unten ist sozusagen, die ist ja quasi so ja, einmal nach unten geklappt, die Uhr. Ne? Und was sie auch gemacht haben, ist, sie haben in dem Rahmen so ein bisschen so ein Trompe-l'œil versucht, dass es so aussieht, als wäre das dreidimensional. Ne? Da kann man jetzt die Zeit tatsächlich ablesen. Ja. 12:30. Rémy Potet lebt seit 34 Jahren als Fresken- und Sonnenuhrenmaler im Queyras. Er hat einige der alten Uhren restauriert. Vor allem aber gestaltet er Sonnenuhren nach eigenen Entwürfen. Sachant que le cadran va faire 1,75 m sur 1,50 m. Ich weiß, dass die Sonnenuhr 1,75 Meter auf 1,50 Meter groß sein wird. Das heißt, dass ich alle Dekorelemente in diesem Maßstab reproduzieren muss. Um Zeit zu sparen, wenn ich dann das Fresko male, nehme ich etwa dieses Dekorelement der Uhr und schneide die Teile aus, die später gemalt werden sollen. Was alle, die im Queyras ankommen, zuerst einmal umwirft, ist dieses Licht der Sonne. Die Landschaften sind schon so voller Farben. All die verschiedenen Pflanzen, die Töne der Bäume und der Wiesen. Und dann der Himmel. Oft blau verleiht der Landschaft feine Nuancen, tiefe und erstaunliche Farben, die direkt mit dem Licht der Sonne verbunden sind. Qui sont assez remarquables et qui sont vraiment étroitement liés au soleil, quoi. Bevor er mit dem Malen beginnen kann,
muss Remy bestimmen, wo genau sich die Uhr befindet. Normale Uhren zeigen die Zeit, die für ganz Mitteleuropa vereinheitlicht ist. Die Zeit, die eine Sonnenuhr anzeigt, entspricht der wahren Ortszeit des Standortes, exakt dessen Längen- und Breitengrad. Zurzeit arbeitet Remy im Dorf Pierre Gros. Beim Malen dürfen die Fresken nicht der direkten Sonne ausgesetzt sein. Deshalb hat er seine kleine Baustelle verkleidet. Den Grundputz hat er bereits aufgetragen. Nun zeichnet Remy Hilfslinien an, damit er weiß, an welchen Stellen er vor dem Malen Frischputz auftragen muss. Denn die Farben kann er nur auf einem feuchten Untergrund aufbringen. Die Zeit ist mein Freund, in Anführungszeichen. Der Putz ist jetzt fast so weit, dass ich malen kann. Noch ein paar Minuten. Und dann darf ich nicht aufhören. Ich muss malen, 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 ohne Pause, bevor er trocken ist. Mehrmals hat er sein Fresko Probe gemalt, denn der nasse Putz als Untergrund verzeiht auch nicht den kleinsten Fehler. Die Technik der Freskenmalerei wurde bereits in der Antike entwickelt. Zur Zeit der italienischen Renaissance vervollkommnet. Remy hat das Handwerk in Rom gelernt. Wie die alten Meister verwendet auch er Naturpigmente. Sie reagieren mit dem Putz und es entstehen Kristalle, die sich dauerhaft mit dem Untergrund verbinden. Nach 6 Tagen ist die Uhr so gut wie fertig. Zuletzt fixiert Remy den sogenannten Polstab. Der Schatten des Sonnenlichts, den dieser auf das Ziffernblatt wirft, zeigt die Uhrzeit an. Während ich entwerfe und an der Sonnenuhr arbeite, denke ich an die Leute, dass ich ihnen Farbe bringe, auf Freude. Mit den Jahren hat Remy sein eigenes Verhältnis zur Zeit entwickelt. Was mich ein wenig bekümmert, alles an der Uhr ist rund. Einzig die Stundenlinien sind gerade. Und ich habe den Eindruck, dass wir in unserer Welt die ganze Zeit Linien zu folgen haben. Wenn man im Alltagsleben den Tag als etwas Rundes begreift, wird er leichter. Man fühlt sich lebendig. Und ich denke, nur das ist wichtig. Die nächste Etappe beginnt an der Tankstelle. Nicht einmal 8 Liter verbraucht der 40 Jahre alte Kastenwagen. Als einziger größerer Fluss, der den Kera durchquert, entspringt der Gij nahe der Grenze zu Italien. Er passiert das mittelalterliche Fort Kera und mündet einige Kilometer weiter in die Durance. Seit 1961 staut ein Damm den Fluss zum Lac de Serpenson, dem größten Wasserreservoir Frankreichs. Vor allem im Sommer ein beliebtes Urlaubsziel. Für den Stausee wurden mehrere Dörfer überflutet. Als Monument vergangener Zeiten ragt einzig die Kapelle Saint-Michel aus dem See. Immer wieder bietet die französische Hochalpenstraße Alternativen.
Auch am Lac de Serpensant teilt sie sich. Die beiden müssen sich für eine Route entscheiden. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, nicht den höchsten Pass zu nehmen nochmal, sondern lieber hier. Ich meine, wenn wir jetzt den Abzweig hier nehmen, ne? Dann trifft sich das ja bis Stück weiter unten auch wieder. Genau. Sprich, wir sind ja dann wieder im Endeffekt. Ist ja nur geringfügiger abweichend, ja. Ich glaube, wir sind eigentlich prinzipiell beide sehr selbstbestimmte Menschen. Deswegen finden wir das schön, dass wir die Möglichkeit haben, hier auch wirklich das zu machen, wonach uns der Sinn steht und die Routen auszuwählen, die uns in dem Moment auch entgegenkommen. Und das ist natürlich schon eine Chance, die wir nutzen wollen. Sie wählen die westliche Route. Schmal und wenig befahren, windet sie sich bald wieder bergauf. Colle la Cajole, 2326 Meter, das ist unser letzter hoher Pass. Und hier geht es jetzt ins Tal Richtung Meer und in den Süden. Und wir freuen uns auf flachere Berge, mehr Grün und aufs Meer. Die nächste Etappe führt durch die Seealpen, die sich bis an die Küste des Mittelmeers erstrecken. Im Herzen der Seealpen liegt der Parc National de Mercantour, der südlichste Nationalpark der französischen Alpen. Im Mercantour ist die Kernzone unbewohnt und besonders geschützt. Die Rangerin Marie Canu ist mit ihrem Kollegen Philippe Archimbaud unterwegs. Vor einigen Monaten hat Marie Steinböcke aus dem weiter im Norden gelegenen Nationalpark Vanoise in den Mercantour-Park umgesiedelt. Nun will sie sehen, ob sie die Tiere wiederfinden kann. Über 50 Tierarten, die in der Bergwelt des Parks zu Hause sind, gelten als bedroht. Stolz ist Marie, dass der Steinbock nicht mehr dazugehört. Ziel der beiden ist ein Bergsee. Station machen sie in einer Schutzhütte, der Refuge de la Cougourde. Die umgesiedelten Tiere lassen sich nicht blicken, aber schon länger ansässige Steinböcke kann Marie hier aus nächster Nähe beobachten. Der Steinbock ist in Frankreich geschützt, wird nicht gejagt. Und so nimmt er den Menschen nicht mehr als Gefahr wahr und kommt immer näher. Diese Jungtiere sind etwa einen Monat alt. Sie gewöhnen sich bereits daran, nahe der Schutzhütte zu sein, auch weil sie hier Salz auf den Felsen finden. Für Besucher ist es gut, die Tiere so nah beobachten zu können. Und es ist großartig, so viele Tiere in solch guter Verfassung zu sehen. Und man spürt, dass wir sie nicht stören. Nachdem sie fast ausgestorben waren, wurden in den 1920er Jahren 2 Dutzend Steinböcke in den Grenzbergen zu Italien wieder angesiedelt. Heute leben im Mercantour rund 1200 Steinböcke. Sie stammen alle von den wenigen gleichen Vorfahren ab. Deshalb haben wir die Tiere aus dem Vanoise-Nationalpark umgesiedelt. Es war natürlich nicht einfach für sie. Fangen, Transport, wieder freilassen. Aber ich hoffe, in ein paar Jahren haben sie sich eingefügt und kommen dann auch so nah heran wie diese Steinböcke. Die GPS-Halsbänder, die die umgesiedelten Tiere tragen, senden 4-mal täglich. So weiß Marie zumindest ungefähr, wo sich einzelne Steinböcke aufhalten. Ein Männchen scheint in der Nähe zu sein. Neunzehn Steinböcke haben Marie und ihre Kollegen in der sogenannten Operation Vanoise umgesiedelt. Sie in der zerklüfteten Felslandschaft zu finden, ist nicht ganz einfach.
Seit sie vor 100 Jahren wieder eingeführt wurden, hatten die Steinböcke, die heute im Mercantour-Park leben, praktisch keinen Kontakt mit anderen Populationen. Mit ihrer Operation Vanoise wollen Marie und ihre Kollegen die genetische Basis der Population auffrischen. Das wird den Tieren helfen, mit neuen Krankheiten fertig zu werden oder sich Klimaveränderungen anzupassen. Das Ziel ist, dass sie sich gut einleben. Und dank GPS wissen wir, wie es ihnen geht. Nun hoffen wir, dass sich die Weibchen in der kommenden Brunftzeit mit lokalen Männchen kreuzen. Und die Böcke aus dem Vanoise-Park mit Geißen von hier, damit sich die Genetik verbessert. Inzwischen sind die beiden am Lac de Trécolpas angekommen. Der See liegt auf einer Höhe von 2150 Metern. Und im Sommer finden sich hier häufig Steinböcke. Aber Tiere aus dem Vanoise sind nicht vor Ort. Auch nicht der Steinbock, der laut GPS hier eigentlich irgendwo sein sollte. Die Chance, dass die Tiere so weit abwandern, dass sie ganz vom Radar verschwinden, ist klein, aber sie besteht. Die ersten Wochen sind sie an einem Ort geblieben. Als dann der Schnee schmolz, haben sie sich umgesehen, sind weit herumgezogen. Manche bis nach Italien, andere ganz ans Nordende des Parks. Viele haben sich noch nicht entschieden und die nutzen nun den Sommer, um sich einen Ort zu suchen, der ihnen gefällt. Am schönsten ist es zu sehen, dass es ihnen gut geht, dass die Weibchen Junge bekommen haben, nach allem, was sie durch uns erleiden mussten. Ich hoffe, sie leben lange im Mercantour und sorgen für viel Nachwuchs. Es geht weiter auf der Hochalpenstraße. Der Kastenwagen ist in Hochform. Die Landschaft wird zusehends mediterraner. Bis zum Ziel der Côte d'Azur ist es nicht mehr weit und für die beiden Reisenden wird es Zeit, nach Andenken für die Lieben daheim zu schauen. Im hochgelegenen Dorf Venançon wird einmal pro Woche ein kleiner, aber feiner Markt abgehalten, auf dem es lokale Spezialitäten zu entdecken gibt, wie zum Beispiel Akazienmarmelade. Merci. Melanie Cassar verkauft saisonales Gemüse und ein Gewürz, das die Schwestern in den französischen Alpen nicht erwartet haben. Das ist unheimlich aromatisch. Ich denke, das sind so 400, 500 Gramm. Für ein Gramm braucht es bis zu 150 Blumen. 150 mal 400, viele Blumen. Unterhalb des Ortes Venançon liegt der Hof von Melanie Cassar. Geboren in Nantes, nahe der Atlantikküste, lebt Melanie seit 10 Jahren in den Seealpen. Die Hühner und das saisonale Gemüse takten ihren Tag. Aber manchmal ist das anders. C'est vrai qu'il a cette petite courbure là. Freunde sind da, Nachbarn und Verwandte, wenn der Safrankrokus erntereif ist. Erst in der Nacht sind die Blumen aus dem Boden gesprossen. Diese Pflanze ist eng mit dem Mond verbunden, besonders mit dem Vollmond im Oktober, der den Höhepunkt der Ernte bestimmt. Bevor die Sonne aufgeht, ist die Blüte geschlossen. Das schützt die Safranfäden vor Regen, Tau, Staub. Und die Blüten lassen sich geschlossen auch leichter pflücken. Mit dem Höhersteigen der Sonne öffnen sich die Blüten dann
und Hummeln, Bienen und Schwebfliegen sammeln den Pollen. Die Safranpflanze ist eine mehrjährige Krokusart. Damit sie gedeiht, braucht es trockene, gut entwässernde Böden. Ihren Safran baut Melanie auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern an. Als ich hier angekommen bin, habe ich meinen Lebensgefährten kennengelernt und wollte bleiben. Und hier ist es einfach überwältigend. Ich habe hier meinen Platz gefunden. Durch Ausprobieren, Fehler machen, wieder neu beginnen, so habe ich die Arbeit gelernt. Der Ursprung des Safrans liegt im alten Persien, wo er schon vor 3.500 Jahren kultiviert wurde. Nach Frankreich kam die Pflanze zur Zeit der Kreuzzüge, im frühen Mittelalter. Genug Leute für die Safranernte zu finden, fällt Melanie nicht schwer. Aber andernorts in den französischen Alpen war und ist Arbeitskräftemangel ein Problem für Bauern. Als Folge bleiben vor allem steile, terrassierte Lagen zunehmend unbewirtschaftet. Vor 40, 50 Jahren gab es eine große Abwanderungswelle. Viele Junge sind in die Stadt gegangen. Das Leben auf dem Land war auch sehr schwierig. Heute gibt es ja mehr Maschinen für die Bearbeitung der Böden. Aber die Hänge sind oft steil. Und die Geräte sind meist schwer und schwierig zu handhaben. Und so finden sich oft kleine Höfe mit ein oder zwei Personen, die sie bewirtschaften. Bei Vollmond, wenn der Ernteertrag am größten ist, können an einem Tag bis zu 60.000 Blüten zusammenkommen. Nach der Ernte fängt die eigentliche Mühe erst an. Es wird klar, warum Safran das teuerste Gewürz der Welt ist. Eine Maschine ist für diese Tätigkeit noch nicht erfunden. Es braucht eine Menge Hände für die delikate Operation, drei feine Fäden aus einer fragilen Blüte zu lösen. Um den Safranfaden an der richtigen Stelle zu fassen, dafür bedarf es der Beweglichkeit einer menschlichen Hand. Über 4 Wochen wird sich die Ernte ziehen. Das gemeinschaftliche Arbeiten stärkt den Zusammenhalt im Dorf. Ich bin auch gern allein auf dem Hof und um mein Gemüse kümmere ich mich allein. Aber ich mag auch, wenn man Leute um sich hat. Sie kennen sich nicht unbedingt untereinander, aber sie treffen sich hier und es entsteht eine Energie rund um den Safran. Von Jahr zu Jahr nimmt sie zu. Das verbindet sehr und das mag ich. In manchen Regionen der französischen Alpen wachsen die Kommunen seit einigen Jahren wieder. Städter lockt ein entschleunigtes und vielleicht auch selbstbestimmteres Leben in und mit der Natur. Das sind, wie man hier sagt, die Neuländler, die es an ländliche oder auch gebirgige Orte zieht, die sich niederlassen und ein neues Leben anfangen. Viele haben Unternehmergeist, sind es gewohnt, initiativ zu werden. Du findest viele, die Lust haben, Neues zu machen, Dinge zu entdecken, auch Neues zu lernen. Über Nacht hat Melanie die Ernte des vorherigen Tages getrocknet. Für 1 Gramm Gewürz braucht sie etwa 150 Blüten. Es bringt ihr bis zu 30 Euro ein.
Man kann sehr schnell riechen, ob die Qualität gut ist. Geschmack, Duft, Farbe. Safran passt sich schnell an den Ort an, an dem er wächst. Ich habe meine Zwiebeln vor etwa 10 Jahren gekauft. Und sie haben sich an meinen Ort angepasst, haben ihren eigenen, in Anführungszeichen, Geschmack angenommen. Ihren Safran verkauft Melanie nicht nur auf den umliegenden Märkten. Sie liefert ihn auch an Restaurants an der nahen Côte d'Azur. Erst nach dem Trocknen entfaltet der frisch geerntete Safran sein volles Aroma. Das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung. Er hat etwas von Honig, riecht auch ordentlich nach Tabak. Das kommt vom Trocknen. Safran gleicht tatsächlich nichts anderem als Safran. Auch der Geruch ist schwer zu fassen. Man tut sich schwer, ihn zu beschreiben. Safran ist wirklich ziemlich einzigartig. Die Berge werden zum Meer hin zerklüfteter, die Täler enger. Und dann das. Regen begleitet Marlene und Mathilda auf ihrer letzten Etappe. So haben sie sich die Ankunft am Mittelmeer nicht vorgestellt. Den letzten Pass unterquert ein Tunnel. Und dann tatsächlich klart es auf. Hinter den letzten Bergkämmen endet der alpine Bogen. Und nirgendwo fallen die französischen Alpen so steil und übergangslos ins Mittelmeer wie in der Gegend um die Stadt Menton. Direkt an der Grenze zu Italien. An ihrem südlichen Ende prägen die Berge eine besondere Küstenlinie, Azurblau, die Côte d'Azur. Hinter Mathilda und Marlene liegen eine Woche Abenteuer auf 4 Rädern und wenn er auch manchmal an seine Grenzen gekommen ist, auf den alten R4 war Verlass. Ich würde sagen, das Glück war die komplette Reise auf unserer Seite. Wir haben alles richtig gut geschafft, wir hatten keine großen Probleme, wir haben viele kleine Herausforderungen gemeistert, aber insgesamt ist die Reise eigentlich ja traumhaft gut verlaufen, würde ich sagen. Nach jedem Pass hat man sich auch so ein bisschen gedacht, so jetzt haben wir den geschafft, dann schaffen wir den nächsten auch noch. Und so haben wir es bis ins Ziel gepackt.